Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Benischt. Unser Bielefeld blüht und gedeiht. Zumindest versuchen wir das. Und ja, uns fehlen hier immer noch ein paar Arbeitskräfte. Die Gebäude sind langsam da, es werden langsam mehr. Aber es mit den gestiegenen Gebäudezahlen kommen leider keine steigenden Bevölkerungszahlen. Deswegen sind noch ein paar Häuser im Bau. Ein Labor haben wir jetzt zumindest. Vielleicht haben wir schon mal einen Hunter ein, damit wir dann auch immer genug Essen haben. Und dass das ein großes Problem werden kann, das wissen wir ja schon aus früheren Episoden. Ich hoffe mal, das wird uns nicht nochmal passieren. Und dann haben wir das zu essen da, das ist eigentlich ganz gut. Dieses Haus ist bei 76%. Städten aber auch. Also ich frage mich, ob es immer noch wirklich gut war, die Schule am Anfang zu bauen. Denn das hat uns ja vorher Probleme bereitet. Wir hatten zu viele Schüler, die haben einfach nichts gemacht. Außer in der Schule gesessen, die haben nicht gearbeitet. Scheinen wohl erstmal nur Eier zu produzieren. Vielleicht sehe ich jetzt zumindest keins, oder unser Herdsman, unser Herdenführer, der hat kein Fleisch bei sich. Auch in den anderen Häusern. Komisch. Hühnchen schmeckt eigentlich nicht schlecht. Ach, und es ist Frühling. Jetzt sollten hier mal die Arbeiter anschalten. Baustelle wird fertiggestellt, da wird es auch eine Herbalist. Und da wir noch genug Holz haben, kommt jetzt mal der Gerber. Ja, und jetzt bräuchte ich eigentlich noch einen Bilder, zwei Hunter, zwei Herbalists, wo wir das alles herkriegen. Und hier im Haus. Er 17, sie. Ja. Ich hoffe mal, das ist nicht sein Kind. Ja. Also, mit Kindern sieht es ja etwas schlecht aus, vor allem die meisten. Okay, wir haben mal 4 Leute. Meistens wohnen auch nur. Okay, wir haben 2 Häuser. Das ist ja wirklich ein Kinderhaushalt. Ja. Aber ansonsten. Die meisten hier allein oder wenn zwei zusammen wohnen, dann ist das entweder das Geschlecht oder das Alter ausschlaggebend und da passt dann nichts. Weil das wir zu viele Häuser gebaut haben, das kann auch nicht sein. Tja, dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ich sollte mich auf die Baustelle fokussieren. Ja, das braucht hier erstmal noch ein bisschen. Da bräuchte man eigentlich noch mehr Arbeiter. Das wird noch wirklich dauern. Wenigstens haben wir jetzt immer etwas zu essen. Bisher ist noch alles im Lager. Mittel haben wir auch noch, das müssen wir später noch selbst produzieren. Auf den Ressourcen geht es ganz gut. Unser Woodcutter ist bald an seinem Limit angekommen und war schon vor ein paar Mais jetzt zum ersten Limit hoch. Ich hoffe mal,
Jagt uns nicht das ganze Holz weg. Wieso will da jemand... Das sind doch Fische, die er da im Inventar hat. Genau. No. Mit Fischen auf die Baustelle. Naja, vielleicht machen die ja gerade Mittagspause. Aber er scheint ja nur Stein abzuliefern. Das ist dann verständlicher. Und ich glaube... Uns geht dann bald der Stein aus. Genau. Ein Stein fehlt. Das wäre die Baustelle. Wieso werden hier zwei Kreise angezeigt? Okay, ich habe beide Baustellen auf dem Visier. Werden auch die Baubereiche hier angezeigt. Also wie gesagt, ein Stein fehlt. Nein? Genau, der Stein wurde schon von der Baustelle weggetragen. Der fehlt doch nicht. Aber was unserer Stadt wirklich fehlt, ist ein Einstein. Denn das mit dem Feld ist ja noch nicht so optimal. Und ich denke mal, die moderne Technik wäre hier schon ganz gut angebracht. So, wie sieht es mit dem Messen aus? 32. Da ist noch Fisch. Mal die nächste Ernte bringt etwas. Und bringen uns die Hühner wirklich nur Eier, das ist sehr schade. Es soll nie etwas fertig werden hier. Das wollen wir alles in Länge ziehen. Das ist natürlich alles geplant. Was macht der hier? Hunter. Ja. It's working. Jetzt möchte ich mal sehen, wie der irgendetwas aufbaut. Follow. Ja. Er hat sicher einen legendären Spürsinn. Eisen hat er gefunden. Und er hat sogar wieder zurückgefunden. Das glaube ich ja nicht. Einen Moment. Oh, es hat sogar Wasser gefunden. Also, der ist echt nicht. Na, okay. Hier am Rande stehen noch ein paar Rehlein. Ansonsten findet er nichts wirklich. Dann werde ich mal die letzte Baustelle in Auftrag geben. Auf dass wir da auch bald etwas haben. Wir haben bisher wirklich nur 12 Leute. Projektspiele, die sollten bald mal. Meine Schule abschließen. Ich würde liebend gerne mal hier vorankommen. Deswegen habe ich das Ganze eigentlich auf zweifach gestellt. Auf zweifache Geschwindigkeit. Jetzt mache ich mal kurz, bis wir den 13. Arbeiter haben. Mache ich mal kurz fünffache Geschwindigkeit. Jetzt werde ich mir den ganzen Sommer hier in Zeitraffer. Ja, das Holz verschwindet. Wir bekommen Feuerholz. So. Ich glaube, ein neues Kind wurde geboren. Aber Arbeiter werden es nicht mehr. Okay. Dieses eine Mal brauchen wir mehr Energie, mehr Geschwindigkeit. Ich behalte hier ganz sorgfältig die Ressourcenangaben im Blick, damit
hier auch nichts passiert. Ja, Holz wird sehr wenig. Weil wir bauen ja gerade den Forster. Ich hoffe mal, es passiert diesmal, bevor unser Holz niedrig wird. Sommer über. Es passiert nichts. Keiner wird erwachsen. Dafür kommt die Forster Lodge voran. Nein, ich will das Feld. So, Forster haben wir. Sollen mal zwei Bilder das Holzhacken übernehmen. Und ich surfe auf Food is Low. Da kommt die Ernte auch gerade recht. Da haben wir auch zwei weitere Arbeiter, wenn die Ernte angefahren ist. Dann schalten wir auch zurück auf Zweifachgeschwindigkeit. Okay, das war mein Zeitraffer. Jetzt brauchen wir. Na, zwei Forster haben wir. Schalte ich hier mal die Arbeit aus. Die Ente ist eingefahren, da brauchen wir nichts mehr. Und die Farmer, was sollen die jetzt machen? Ich stelle die erstmal als Hunter ein. Herbalist und Gatherer. Bei dem lasse ich sie erstmal. Nein, hier. Sieht das Ganze nicht mal so schlecht aus. Es gibt ja noch ein paar kleine Probleme. Aber im Großen und Ganzen. Mensch, das wäre doch die ideale Gelegenheit für einen Forester. Ich zähle 10 Rehe. Und daher. Der Forester, wo befindet sich der? Nein, ich sag schon, Forster, ich meinte den Jäger. So. Die alle scheinen nicht wirklich zu arbeiten. Ja, die scheinen jetzt erstmal zur Arbeit zu kommen. Ich brauche hier unten noch ein paar Häuser. Denn sonst, jetzt haben die Arbeiter auch einen sehr großen Weg dahin. Da wird sich ja nichts ändern müssen. Und Holz. Holz brauchen wir. Ansonsten haben wir wirklich einiges zu essen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie lange das reichen wird. 100 Essen. Bei Leute. Ich kenne jetzt leider keine Zahlen dazu, wie viel jeder Einwohner pro Monat verbraucht. Oder pro Jahr. Ich denke mal, hier unten werden noch ein paar Häuser hinkommen. Hier eine kleine Wohnsiedlung. Hier unten wird dann Wald bleiben. Denn wir sind ja auf Mutter Natur angewiesen und auf Food. Was jetzt schon wieder wenig ist. Ich habe da ein kleines Déjà-vu. Ich hoffe mal, es wird unsere Spielweise nicht zu stark beeinflussen. So, die Hunter machen was. Guck mal, da!
Genau, er hat Rehe gefunden. Ich glaub's nicht. Picking up resources, so. Das möchte ich mal sehen. Ach, er hat komischerweise schon gejagt. Und soweit ich weiß, ist das, was da auf dem Boden liegt, 100 Einheiten Fleisch. Und was machen denn die anderen Jäger? Gibt es den Herbalist, den wir momentan nicht haben? Das ist eine gute Idee. Acht Schüler. Mensch, ich werde erwachsen, verdammt nochmal. So, nur mal zu zeigen, dass diese Sachen 100 Einheiten Fleisch sind. Hier kann man es sehen. Venison. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Nimm was. Venison. 100 Einheiten. Das sollte unsere Bilanz an Essen wieder in den passablen Bereich rücken. Ansonsten warte ich sehnsüchtig auf einen weiteren Arbeiter. Ich hoffe mal, wenn lange die ersten Schüler erwachsen werden, dass das dann der Umbruch ist, dass wir es dann geschafft haben, dass wir einen konstanten Arbeiter-Nachwuchs bekommen. So, ich hoffe mal, wir finden noch ein paar weitere Rehe. Unsere Woodcutter hat doch ein Limit erreicht. Dann werde ich hier mal die Arbeit ausschalten. Und ihnen das Wasser eigentlich einteilen. Ja, sagen wir mal Herbalist. Müssen wir hier nochmal sagen. Ne, Gatherer. Herbalist. Was sammelt der eigentlich für Kräuter? Ich sehe hier im Garten, von ihm sehe ich Pilze, Sonnenblumen und was auch immer das ist. Natürlich noch Efeu. Also der hat es ja eigentlich ganz gut, auch die Umgebung. Schön rustikal gehalten. Ja, es ist gerade Herbst. Und haben wir vielleicht die Rehe ziehen lange in eine andere Richtung. Ich hoffe mal, die Jäger können sie immer noch erreichen. Ja, schauen wir mal, was die Jäger machen. Die machen das schon irgendwie. Es ärgert mich, dass wir diese Rehe hier nicht bekommen können. Ich denke mal, die würden für ein Jahr mindestens ausreichen. Also ein Jahr Worst Case. So, Feuerholz haben wir auch genug. Jedes Haus hat immer ein bisschen. Also hier läuft es eigentlich ganz gut. Vielleicht auch ein bisschen an der Herde. Haben wir hier wirklich kein getanes Fleisch? Leder. Und Leder haben wir jetzt auch. Das ist der Vorteil, wenn wir ein paar Rehe jagen. Hinterlassen Leder. Und das können wir dann zu Kleidung machen. Es gibt, soweit ich weiß, drei Stufen in Kleidung. Die einfachste wird aus Leder ge gemacht. Die nächste besteht aus Baumwolle. Und die beste besteht aus Leder und Baumwolle. Ich denke mal, dadurch können sich dann unsere Bürger länger draußen bewegen, ohne dass ihnen kalt wird. Das heißt, sie müssen seltener von ihrer Arbeit abweichen. Und bei den Arbeitswegen, die Hunter und Forester und auch der Herbalist, den wir haben, wäre es sicher von Vorteil, wenn sie nicht so auf den Arbeitsweg gehen würden. Wie gesagt, es fehlen hier oben noch ein paar Häuser. Was ist jetzt low? Food. Naja, wir haben 209, wir hatten vorher mal weniger. Und dann schneit's. Und wie ich informiert bin, ziehen die Rehe im Winter nicht nach Süden. Oh, was sind das? Das ist ein lustiger Anblick. Zwei Rehe.
Also sowas wie siamesische Zwillingsrehe. Also sie sind an ihren Hälsen miteinander verbunden. Das war aber eine ziemlich komplizierte Geburt. Wie die durchs Leben kommen, das will ich gerne wissen. Ich hoffe mal, ich habe an der Stelle angezoomt. Aber ich kann in dieser Vergangenheit. Nee. Wenn du dieses Video schaust, ist meine Stimme ja Präsenz, nur kann ich in der in dem dir vorgeordneten Präsenz, was in Wahrheit Vergangenheit ist, kann ich meine Zukunft nicht kennen, die für dich auch noch Vergangenheit sein wird. Was habe ich eigentlich gerade gesagt? Kann mir das mal irgendjemand verraten? Also es gibt Stellen, da verstehe ich mich selbst nicht mehr. Aber ich hoffe mal, das Spiel versteht sich noch. Ich hoffe mal. Naja, wir müssen erstmal nicht pflanzen. Wir holzen erstmal ein bisschen ab. So, also ich hoffe, das Spiel macht noch weiter, wie es soll. Und denke, wenn. Auch ganz gut und wir kriegen immer ein bisschen Essen. Also wir leiden jetzt nicht an einem leeren Lagerhaus. Nur der Weg dazu ist auch sehr lang. Also ich glaube, ein Lagerhaus wäre hier noch ganz gut. Das baue ich dann hier. Ja. Storage Barn. Ja, brauchen wir es hier hin. Und wir brauchen wieder vier Bilder. Dann super. Was macht diese Framerate gerade? Sinkt auf eine einstellige Zahl. Aber ich habe hier auch gerade schlechter PC-Simulator laufen. Vielen könnte das auch als Windows bekannt sein. Also das ist extra dafür gemacht, dass der PC nie mehr als 30% seiner wirklichen Leistung nutzt. Ich meine, das Gehirn nutzt auch nie mehr als 10%. Und schlechter PC-Simulator verhindert, dass der Prozessor nur ansatzweise seiner Leistung zu nahe kommt, um sich zu überlasten. Denn, Fun Fact am Rande. Würden alle Schaltungen in einem Prozessor gleichzeitig schalten, wäre das Ding nur für einen Schrotthaufen gut. Und dieser schlechte PC-Simulator, der verhindert das. Macht überall im Prozessor Mist. Lässt mal hier ein bisschen was aussetzen. Und nicht nur der Prozessor, auch die Grafikkarte. Die eigentlich auch ein Prozessor ist. Also, das senkt stark die Leistung für einen großen Vorteil, dass nichts durch übermäßige Leistung kaputt geht. Also, es ist so ein ziemlich ausgeklügeltes System. Es verlängert die Lebensdauer von Computern um circa gar nichts. Circa gar nichts. Aber der Vorteil ist, die Computer nie wirklich ihre volle Leistung ausschöpfen. Also ich finde das ein geniales Konzept und das unterstütze ich auch in Zukunft. Nie volle Leistung, denn das wäre ja fatal. Dieser schlechten Leistung ist die Folge auch schon zu Ende. Ich werde in nachfolgenden Folgen versuchen, die Framerate noch niedriger laufen zu lassen und den Computer noch langsamer zu machen, weil es irgendwann gar nichts mehr geht, dass ein Video irgendwann noch aus einem Bild besteht und vielleicht, wenn sich eure Träume erfüllen, werde ich dann in Zukunft kein Video mehr hochladen können. Dann geht gar nichts mehr. Und ich hoffe, das wird sich gar nicht erfüllen. Ich hoffe mal, ich kriege das hier wieder in den Griff. Und ich habe es in der letzten Folge versprochen.
Ich war anderweitig beschäftigt, um so zu sagen. Und ich verspreche mal, dass ich in der nächsten Folge drüber schauen werde. Bis bald. Ciao.